der Podcast Männer mit Seele. Hier ist wieder für dich Markus Lehmkuhl. Heute im Gespräch mit Konstantinos Doukas, oder sagen wir vielleicht Männer mit Seele unter sich oder unter uns. Und was das zu bedeuten hat, das lösen wir gerne nachher für dich auf. Und ja, herzlich willkommen, lieber Costa. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Markus. Und ja, vielleicht magst du den Zuhörern mal verraten, wer du bist und vielleicht, was du machst, auch wenn sich das ein bisschen oberflächlich jetzt anhört als Floskel. Ja, wer ich bin, das versuchen wir immer herauszufinden, ein Leben lang. Die meisten Menschen werden es nie wissen, wer sie sind. Dann sind wir schon bei deiner Aufgabe. Und ansonsten, meine Aufgabe besteht darin, also Menschen, ich sag mal, zu ihrer Seele zu führen, Menschen miteinander wieder zu verbinden, zu verknüpfen, Menschen aus tiefen Situationen herauszuhelfen, Menschen den Weg zu weisen, Menschen für die Menschen da zu sein, in dem Sinne, dass ich sage, pass auf, was ist dein Problem? Mhm. Was tust du, was machst du hier? Ja. Das ist erstmal das. Das heißt also, die einen nennen es Heiler, die anderen nennen es Therapeut, die einen nennen es Coach, die einen nennen es, ich habe da keinen Namen jetzt für. Ja. Direkt, sondern ich beschäftige mich natürlich seit vielen, vielen, vielen Jahren auch mit dem Thema Männer. Ja. Weil es mich ja selbst auch betrifft. Ja. Wer sind wir Männer? Mhm. Was sind überhaupt Männer? Ja. Ja. Männer sind die sogenannten liebenden Wesen. Mhm. Ja, auch wenn man es ihnen immer wieder abspricht. Okay. Aber das werden wir jetzt nicht in die Tiefe jetzt gehen. Genau. Weil ja, das würde den Rahmen sprengen. Ja. Sondern was sind Männer? Ich sage immer so, was ist männlich, was ist weiblich? Wollen wir es einfach in einem Unterschied klar machen. Also Männlichkeit ist eigentlich Disziplin, Kontinuität und Bequemlichkeit. Mhm. Ja, das begründe ich immer mit einem, ich sag mal, mit einem Beispiel. Also wenn ein Mann 40 Jahre in einer Stanze steht und hört den ganzen Tag Gewumm, Gewumm, dann steht er da und fragt nicht, warum er da steht, sondern er macht. Ja. Er erfüllt, diszipliniert seinen Job. Mhm. Eine Frau würde sich das niemals antun. Okay. Was ist Weiblichkeit? Also Männlichkeit, nochmals Disziplin, Kontinuität und Bequemlichkeit. Ja. Was ist Weiblichkeit? Weiblichkeit ist immer, steht immer für Zerstörung. Permanente Veränderung, Verschönerung, Vergrößerung, Verbesserung, was auch immer. Mhm. Aber um das zu erreichen, muss immer was Altes zerstört werden. Mhm. Und das haben wir natürlich immer wiederum zu spüren in Partnerschaften oder in Beziehungen. Ja. Also, der Mann ist ja eigentlich das sogenannte weichere Wesen und auch das liebendere Wesen als die Frau. Was natürlich ihm anerzogen oder aberzogen wurde, ist eine andere Geschichte. Ja. Ja, da haben wir eine Indoktrinierung, da haben wir natürlich eine Konditionierung, da haben wir eine Prägung. Mhm. Die oft dann von Vater oder Großvater oder sonst was immer wieder weitergegeben wird. Ja. Die Männlichkeit an sich, die Kontinuität, die eigentlich einen Mann ausmacht, immer wieder zu schaffen, immer wieder zu den Rahmen zu schaffen, die Versorgung hinzukriegen, was auch immer. Ja. Das macht ja den Mann aus. Okay. Was natürlich eben für viele Frauen sehr langweilig wirkt. Mhm. Ja, weil es keine großen Veränderungen gibt. Okay. Also als Beispiel, ein Mann kann 20 Jahre in seinem Sessel sitzen. Ja, ein schönes Beispiel. Also er sitzt 20 Jahre in seinem Sessel, er pupst da rein, er sitzt da drin, er schläft da drin, es ist seine Schallzentrale, es ist sein Raum. Ja. Diese 60 mal 60, 80 mal 80 Zentimeter sind sein Raum. Mhm. Wer will diesen Raum immer wieder verändern oder zerstören? Er nicht. Er nicht. Wer bleibt übrig? Wer will immer wieder diesen Sessel vernichten und entsorgen? Er nicht. Aber kann er diesen Sessel halten? Er nicht. Er nicht. Okay, die Antwort kann sich sicherlich jeder selber geben. Und ja, wie du hörst, sind wir hier schon mitten im Männerthema. Und wir halten es auch in diesem Gespräch so, dass ja, wir hier einfach ein paar Thesen oder ein paar Fragen in den Raum werfen, wozu Costa seine Meinung abgeben wird, wozu ich dann auch noch meinen Senf abgeben werde. Und so darfst du dir, lieber Zuhörer, vielleicht daraus deine eigene Meinung bilden oder dich von beiden Meinungen inspirieren lassen. Und
ja, nach diesen Fragen haben wir gemeinsam, da Costa und ich ja auch noch ein gemeinsames Projekt haben mit dem Wir müssen reden Projekt, eine, denke ich mal, schöne Überraschung für alle Männer von euch zum Thema Männer mit Seele unter sich. Aber starten wir doch mal mit den Fragen, und wir haben hier ein paar schöne Kärtchen auf dem Tisch, und ich werfe mal einfach die erste Aussage in den Raum und bin gespannt, was Costa dir dazu erzählen möchte. Und zwar zu Männer mit Seele bedeutet für dich? Männer mit Seele bedeutet für mich, das sind Männer, das sind Menschen, das sind Männer, die ihre Gefühle offen zur Schau stellen können, die das auch leben können, die einfach sensibel sind, die nicht verstellt sich der Welt darstellen. Okay. Im Prinzip kann ich nur zu 100% zustimmen, hat aber auch damit zu tun, dass ja du und ich, glaube ich, sehr gleiche Meinung haben zu gewissen Themen. Also wahrscheinlich kann ich gleich zu jedem Thema sagen, jo, volle Punktzahl, Wiederwahl, weiter geht's. Sehe ich ähnlich. Männer mit Seele heißt fühlende Wesen, fühlende Menschen. Männer mit Seele heißt für mich auch, dass die Seele der Männer, die Gefühle der Männer nach außen hin viel zu wenig sichtbar sind und da mehr in uns tragen als das, was wir uns trauen zu zeigen und sichtbar zu machen und unsere wahre Seele und unser wahres Wesen auch nach außen hin zu tragen. Ist ja jetzt nur einfach auf die Frage geantwortet. Jeder Mann hat eine Seele. Jeder Mensch hat eine Seele. Ja. Genau wie jedes Tier eine Seele hat. Es geht ja nur darum, dass wir jetzt einfach mal plakativ jetzt auf das eingehen, was du jetzt gesagt hast, wie ich es jetzt definieren würde in der Kürze. Richtig, genau. So. Ja, das was ich noch gerne dazu ergänzen möchte, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Also die härtesten Männer, die richtigen so nach außen starken Männer, sind eigentlich immer die sensibelsten von allen. Ja. Sie vertuschen es nur durch diese Stärke, durch diese Radikalität, diese Brutalität, die sie an den Tag legen. Ja. Also ich war mal in einem Gefängnis drin, also nicht als Insasse, sondern als Besucher. Und ich hatte dort ein Projekt laufen und habe dann auf einmal mich mit 40 Mördern in einer Turnhalle wiedergefunden. Okay. Da wurde dann gegessen und sich ausgetauscht. Und all diese sogenannten Mörder waren eigentlich die richtigen Männer mit Seele. Es war eine Affekthandlung. Bei den meisten war es eine reine Affekthandlung, dass sie, ich sag mal, sie haben ihre Frau mit einem anderen Typen erwischt, was auch immer. Ja, oder ein Typ hat seine Frau beleidigt oder ein Kind von ihm angefasst, und in dem Moment ist er ausgerastet und hat einfach sein Kind oder seine Frau dann verteidigen wollen oder seine Ehre verteidigen wollen und hat einfach zugeschlagen. Und damit ist dann einfach etwas passiert, was er vielleicht gar nicht wollte. Wenn du die so getroffen hast, mit denen gesprochen hast, ich hatte also zwei Damen noch damit, also aus dem sozialen Bereich, und die haben sich an mir geklammert und hatten eine Angst vor diesen Menschen, weil sie meinten, das wären Monster. Okay. Dabei waren es gar keine Monster, waren ganz total normale Väter, die es bedauerten, dass sie da jetzt drin sitzen, 20 Jahre lang, und mussten jetzt ihre Strafe dort absitzen. Haben sie aber hingenommen und auch angenommen, weil sie der Meinung waren, ich habe überreagiert, ich habe etwas getan in einer Affekthandlung, die hätte nicht sein müssen. Und das Schöne an der ganzen Sache war, wir haben uns dann natürlich unterhalten, die haben dann in der Redaktion der sogenannten Knastzeitung gearbeitet, die waren natürlich irgendwo immer tätig, im Videobereich oder im selbst Theaterbereich, was auch immer. Und ich fand es so spannend deshalb, weil ich einfach festgestellt habe, hey, was für Vorurteile haben wir eigentlich? Was für Bilder haben wir da im Kopf? Das sind ganz normale Menschen, ganz normale Typen wie du und ich. Wir haben vielleicht Glück gehabt, dass wir nicht in diese Situation gekommen sind. Vielleicht war es nur Pech. Ja. Was auch immer da passiert ist. Okay. Es ist passiert. Ja. Das wollte ich nur damit sagen. Und diese Männer haben geweint. Diese Männer waren gar nicht so hart, wie wir sie darstellen als Monster oder sonst was. Sondern sie waren ganz natürliche Wesen, und wenn man mit ihnen intensiv gesprochen hat, dann flossen dort Tränen, weil sie einfach gesagt haben, es ist so traurig, dass sie ihre Kinder nicht aufwachsen sehen in der Form, dass sie die nur immer als Besucher sehen, und sie wollen ihre Kinder nicht ständig nur im Knast sehen. Ja.
Es ist schlimm, wenn Kinder immer ins Gefängnis müssen zu ihrem Vater. Mhm. Das ist ja nicht eine nette Umgebung. Ja. Und dann, darunter haben sie gelitten. Und das meine ich, das sind Männer mit Seelen. Ja. Ja, passt wunderbar eigentlich als Übergang ja zum zweiten Punkt oder zur zweiten Aussage. Männer und Gefühle und Männer und Emotionen zeigen. Im Prinzip haben wir ja gerade über nichts anderes geredet als das. Ich sag mal, die Männer, die du da im Gefängnis getroffen hast, haben sicherlich aus einer tiefsten Verletzten oder welcher Emotion auch immer gehandelt oder im Affekt gehandelt. Aber nochmal vielleicht auf dieses Thema einzugehen, Männer und Gefühle und Emotionen zeigen. Hast du da noch einen spontanen Impuls dazu? Ja, ich habe da ganz viele Impulse zu. Warum wundert mich das nicht? Ja, also, Männer und Gefühle zeigen, ja. Wer unterdrückt denn als erstes diese Gefühle? Wer ist der erste Mensch bei jedem Mann, sprich Kind, der diese Gefühle unterdrückt? Es ist die Mutter. Mhm. Es ist gar nicht der Vater. Auch das ist eine völlig falsche Annahme. Okay. Wir haben ein völlig falsches Bild von Vater und Mutter, von der Rolle. Mhm. Ja, also in tausenden von Sitzungen, die ich geführt habe, ist ganz klar herausgekommen, dass dieses Bild verfälscht ist, weil die Menschen, sprich die Mutter, lebt im Innenverhältnis und im Außenverhältnis. Mhm. Wer ist sie im Außenverhältnis, wer ist sie im Innenverhältnis? Genau wie der Vater. Mhm. Das heißt, wessen Kopie sind wir? Mhm. Was wiederholen wir? Was unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern uns vorgelebt haben? Mhm. Was sie uns mitgegeben haben? Was ist in unserer DNA gespeichert? Ja. Welche Schicksalsschläge, welche Faktoren, welche Traumatisierung bringen wir automatisch mit der Geburt mit? Mhm. Woher kommen Süchte? Mhm. Woher kommt das alles? Mhm. Das ist in uns drin. Ja. Die haben wir drin. Das heißt, diese Sucht ist uns übergeben worden von einem Ahnen, von einem Vorgänger aus unserer Familienkette. Es ist in uns drin. Wir müssen es bedienen, aktiv oder passiv. Mhm. Und deswegen also kann man die Frage gar nicht so eindeutig sagen. Aber es geht einfach darum, dass die Gefühlsebenen natürlich auch ein sogenanntes christliches Bild sind. Wir haben natürlich die Religion, die uns da seit 2000 Jahren terrorisieren, indoktrinieren und konditionieren, haben wir in uns. Wie soll ein Junge sein? Ja. Also als alleine nur mal aus meiner eigenen Perspektive betrachtet, aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin 20 Jahre in Heimen groß geworden, in den 60er, 70er Jahren. Und ich wurde verprügelt als Kind von den Nonnen, von den Schwestern, weil ich stehend vor dem Klo nicht stehen wollte. Mhm. Ich habe mich immer hingesetzt. Okay. Beim Pinkeln. Mhm. Dafür wurde ich verprügelt. Mhm. Warum? Weil ein Junge steht vor dem Klo. Okay. Der pinkelt nur im Stehen. Nur mal ein Beispiel. Okay. Wie kommt man dazu? Was ist das für ein Blödsinn? Ja. Ein Kind soll doch selbst entscheiden in dem Moment, ob es sich setzen will oder stehen will. Ja. Es ist doch wohl die ureigenste Sache eines Menschen selbst, wie er seine Notdurft verrichten will. Mhm. Geht doch nicht darum, dass ich jetzt also irgendeinem Klischee jetzt entsprechen muss, weil die Nonnen meinten so, das machen Jungs so, das gehört sich so und fertig. Okay. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt waren wir 18 Jungs in einer Gruppe. Ja. Ja, nach dem heutigen Standard dürften maximal 6 Jungs nur in dieser Gruppe leben. Wir waren 18. Mhm. Und jetzt musst du dir vorstellen, wir hatten nur eine Toilette da unten. Und wenn 18 Jungs auf Toilette müssen und immer wenn einer gegangen ist, mussten alle gehen. Komischerweise. Und weil ich natürlich mich draufgesetzt habe, habe ich natürlich Zeit verschwendet. Und dafür wurde ich verprügelt. Okay. Ja? Ich bin jetzt kein Opfer, keine Leute. Keine Sorge, Leute. Ja? Kann ich bestätigen. Also es geht nicht darum. Es geht nur darum, ich wollte einfach nur mal ein Beispiel bringen, wie wir konditioniert werden. Mhm. Wie kommt eine Kondition zustande? Wer hat was von wem gewollt? Ja. Welche Mutter hat ein sogenanntes Idealmännerbild und welche Mutter hat ein anderes Bild? Jeder hat sein eigenes Bild, vorgelebt wieder von seinen Eltern, Großeltern und so weiter. Und das konditionieren wir weiter. Das geben wir wiederum an die nächsten Generationen weiter. Also, wer sind wir in dem Moment? Wann sind wir wirklich? Wann dürfen wir oder wann darf ein Mann wirklich ein Mann sein? Welches Bild wurde geprägt, wie ein Mann sein soll? Und wenn wir alleine nur mal das christliche Bild betrachten, seit 2000 Jahren, wer sind wir? Sind wir wirklich Männer? Wir wollen auf das Schlachtfeld. Wir wollen im Kampf sterben. Früher wollte kein Mann auf dem Bettlager sterben. Wir wollten im Kampf sterben, damit wir als Helden von dieser Welt gegangen sind.
Wir wollten Drachentöter sein. Mhm. Wir wollen Beschützer sein. Wir wollen Ernährer sein. Wir wollen. Wir wollen ja. Aber was dürfen wir? Mhm. Und wer bestimmt uns? Ja. Großes Thema. wo wir noch drauf eingehen werden. Jetzt nicht hier und heute, aber demnächst. Auch das wirst du zum Ende hin erfahren. Ja, was ist mein Input dazu? Männer, Gefühle, Emotionen zeigen. Da ich ja mich auch so ein bisschen den Männern verschrieben habe, ob wir jetzt über Coaching oder Entwicklungsprozesse sprechen, habe ich es für mich mal so ganz banal als Ziel definiert, was tue ich da eigentlich? Und ich helfe, unterstütze Männer, mehr ihren freien Willen zu leben. Und wie kann ich diesen freien Willen wahrnehmen? Über Gefühle. Ich muss ihn fühlen. Und das ist genau der Punkt, die Männer wieder da zurück in ihr Gefühl zu bringen, was so, finde ich, in großartiger Art und Weise in ihnen vorhanden ist. Aber durch Konditionierung, durch Erwartungshaltung, durch Prägungen, weiß der Teufel, was alles passiert im Leben, ja, so ein Stück weit verschüttet sind. Und das ist, ja, sehe ich so als meine Aufgabe auch mit an, diese Verschüttung wieder aufzulösen und übers Gefühl mehr in den freien Willen und, ich sag mal, in das Leben zu kommen, was man eigentlich leben möchte. Das wäre jetzt mal so mein Input dazu. These Aussage 3. Hast du ein Beispiel für Vorbilder für Männer mit Seele, sofern du überhaupt Vorbilder hast oder pflegst? Es sollte für uns immer nur ein Vorbild geben. Mhm. Für uns alle Männer. Und das, und ich weiß, dass es jetzt wieder natürlich für Aufruhr sorgen wird, ist der Vater. Ja. Der Vater und der Großvater. Mhm. Nur die sind unsere Vorbilder. Und wenn wir sie, wer seine Eltern und seine Ahnen nicht achtet und ehrt, ist des Friedens nimmer wert. Mhm. Und deswegen gibt es keine Vorbilder, es gibt keine Stars oder sonst was, ja, Stars oder Sternchen oder was weiß ich, A, B, C Gruppierungen da von Superstars oder so ein Scheiß, ne, es gibt es nicht. Es gibt nur ein Vorbild, weil wir sind ja die Kopien. Alle Männer sind die Kopien ihrer Väter, ob sie wollen oder nicht. Ja, das stimmt. Ich habe lange Jahre nicht gewollt. Und auch dank deiner Hilfe habe ich lernen dürfen, dass es doch stimmt, dass ich da meiner DNA auch verpflichtet bin und auch sie wertzuschätzen weiß. Und ja, auch mein Vater, auch wenn ich immer überragen wollte und anders sein wollte, aber die Art und Weise, wie er gelebt hat, was er gelebt hat, was er getan hat, welcher Lebensleistung er sich da verschrieben hat, dass ich dafür einfach meinen Hut ziehe und ihm dafür meinen Respekt zolle und das auch getan habe, ist noch gar nicht so lange her, dass ich ihm da einen Brief geschrieben habe und ihm einfach mal gesagt habe, guten Job gemacht. Auch bei allen Entbehrungen, die du da hast hinnehmen müssen in der Zeit, wo du aufgewachsen bist, aber du hast einen guten Job gemacht und ich glaube, dass das, und da pflichte ich dir auch bei, dass das heutzutage gar nicht mehr stattfindet, weil wo habe ich als Vater auch die Orientierung, dass ich irgendwas gut gemacht habe? Wer sagt mir das? Wie habe ich da zu sein? Wer nicht anders als Kind sollte es mal einfach bestätigen und das anerkennen, was man bekommen hat, dass man einfach mal gut versorgt wurde, neben allen anderen Dingen, mit denen man da im Groll ist. Also von daher kann ich das auch nur unterschreiben. Alle anderen Vorbilder, die man da sucht, mögen vielleicht für gewisse Teilbereiche in meinem Leben richtig sein oder vielleicht gibt es gewisse Dinge, die nachahmenswert sind, aber ich glaube, dass da im Stamm und im Ursprung sicherlich das meiste Potenzial liegt oder liegen sollte, das erstmal anzunehmen und zu würdigen, was da geleistet wurde, ja, was da vorgebildet wurde im wahrsten Sinne des Wortes, ja. So, jetzt kommen wir, da du ja ein Meister der Reflexion bist, und ich kann mir vorstellen, dass du diese Frage gar nicht so sehr magst. Warum würdest du dich als Mann mit Herz und Seele bezeichnen? Mich selbst würde ich nicht so bezeichnen. Ich bin ein Suchender und ich bin auf dem Weg. Ja. Ich reflektiere mich täglich, stündlich manchmal.
Ich gehe sehr hart mit mir ins Gericht. Ich beobachte mich von innen und von außen. Mhm. Ich nehme natürlich auch die Reaktion meiner Mitmenschen wahr, wie sie mich betrachten, aus welchem Blickwinkel sie mich betrachten. Mhm. Wir unterscheiden uns ja auch. Wir haben beruflich, wir haben ein Privatleben, wir haben natürlich ein Sexualleben, wir haben natürlich, ob wir Kinder haben oder nicht, ob wir, ich sag mal, Verpflichtungen haben oder nicht, ob wir Tiere haben oder nicht. Das heißt, alles sind ja wieder Beziehungen, die im Einzelnen natürlich immer separiert werden müssen. Mhm. Die kann ich jetzt nicht pauschal einfach über einen Kamm ziehen. Mhm. Aber ich betrachte mich selbst also als, ich betrachte mich sehr argwöhnisch. Mhm. Ich gehe sehr hart mit mir ins Gericht. Mhm. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der jetzt draußen rumrennt und sagt, ich bin der Tollste oder der Größte oder der Schönste oder was auch immer. Ich betrachte mich immer in einer gewissen oder versuche immer in einer gewissen Neutralität zu sein. Ja. Ja, die Neutralität zu betrachten, so, ist es jetzt wirklich wichtig, was ich jetzt gerade tue? Mhm. Macht das gerade Sinn? Mhm. Ergibt das überhaupt Sinn? Mhm. Wer bin ich? Mhm. Ich werde aber nicht, und das unterscheidet mich vielleicht von vielen, ich bewerte mich nicht, ob ich gut oder schlecht bin. Mhm. Ich gehe auch nicht rein, ob ich einen guten Job mit meinen Kindern gemacht habe. Mhm. Sondern ich habe alles gegeben, was ich geben konnte. Ja. Das Beste von mir. Ja. Ich habe meine Lebenszeit gegeben, ich habe meine Lebensenergie gegeben, ich habe mein Geld gegeben, ich habe meine Freiheit gegeben, ich habe meine Freizeit gegeben, ich habe alles gegeben. Mhm. Den Frauen als auch den Kindern und meinen Mitmenschen. Man muss immer aufpassen in der Reflexion, dass man sich nicht dabei selbst verliert oder vergisst. Ja, das stimmt. Ja, ich muss immer wieder mich selbst erinnern, hey, du musst mal was für dich tun. Du musst auch mal wichtig sein. Ja. Du darfst auch mal ein Arschloch sein. Mhm. Ja, du darfst alles sein. Ja. Engel, Teufel, alles. Du musst alle Dinge bedienen, alles. Das ist immer ganz wichtig. Damit am Ende deines Lebens irgendwo auf dem Zettel steht, du hast alles getan, du hast alles gemacht. Mhm. Und inwieweit es dich glücklich gemacht hat oder zufrieden gemacht hat, sei dahingestellt. Wir müssen aus dieser Be- und Verurteilung rauskommen. Mhm. Aus dieser ewigen Selbstkasteiung. Ja. Die Selbstzerstörung. Wir lassen uns viel zu viel sagen von außen, das hast du falsch gemacht. Früher warst du ganz anders. Früher warst du viel zärtlicher. Früher hast du dieses gemacht. Du hast viel mehr gesprochen. Jetzt redest du nicht mehr. Jetzt tust du das nicht mehr, jenes nicht mehr. Du weichst mir nur noch aus. Du willst nicht mehr dies, du willst nicht mehr das. Immer wieder diese Vorwürfe. Ne? Mhm. Es hat eine Männlichkeit, hat was damit zu tun. Das heißt, im Alter werden wir ruhiger. Wir werden zurückhaltender. Ja. Wir beobachten mehr. Wir gehen mehr in die Rolle des Beobachters. Wir wollen einfach mal ergründen, so, wieso reagieren die Kinder auf mich so und auf die Mutter so? Mhm. Wieso reagiert der blöde Köter auf mich so oder bei ihr so? Mhm. Warum tut er das? Mhm. Warum macht er das? Warum ist dies? Warum komme ich bei der Familie nicht an, bei einer Frau oder sonst was? Wieso mögen die mich nicht? Was habe ich denn getan? Diese ganzen ewigen Selbstzerfleischungen, die musst du beenden. Mhm. Mhm. Wenn du alles gegeben hast, was du geben konntest, und mehr als deine Lebenszeit, deine Lebensenergie, dein Geld, deine Freiheit, deine Freizeit, kannst du doch gar nicht geben. Mhm. Und wenn du das schon gegeben hast, dann bist du noch ein Held. Mhm. Dann bist du der Größte. Mhm. Und da müssen wir wieder hin. Mhm. Back to the roots. Wir müssen wieder stolz auf uns selbst sein. Ja. Wir sind jetzt seit 40, 50 Jahren, seit 1968, werden die Männer wirklich kastriert. Systematisch kastriert. Immer mehr. Denn welche Räume bleiben denn noch für die Männer? Mhm. Die Kneipen sind weg. Von den Frauen erobacht. Ja, wenn ich heute gucke in den Medien, ja, Trucker-Babes, Bus-Babes, ja, alle diese Babes jetzt nur noch. Ne? Ich sag, also ich kriege hier, ne, ich könnte manchmal einen Strahl kotzen. Ja, immer diese Babes. Ja. Alles nur noch Frauen, 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 Frauen. Mhm. Selbst die Baumärkte, Leute, sind ja mittlerweile, die Mittelgänge sind nur noch für Frauen ausgerichtet. Nicht mehr für die Männer. Okay. Du findest an manchen Tagen mehr Frauen in den Baumärkten drin als Männer. Hm. Das heißt, die Eckkneipen sind weg, die Stadien sind weg, die Jobs sind weg, alles ist weg. Mhm. Nach und nach, systematisch. Mhm. Wann wollen die Männer endlich mal aufstehen? Wann wollen sie mal wieder stolz auf sich selbst sein? Mhm. Wann wollen sie endlich mal anfangen, wieder auf sich stolz zu sein? Mhm. Und nicht immer sich nur sagen zu lassen, dass sie doof sind, dass sie dies sind, faul sind oder bequem sind oder weiß Gott was.
Ja. Oder diskriminierend sind, ja, den Frauen gegenüber und, ja. Männer sind einfache Wesen. Ja. Sie sind stumpf, sie sind manchmal banal, sie sind einfach nur einfach. Ja. So, sie versuchen immer das Komplizierte, dem Komplizierten aus dem Weg zu gehen. Mhm. Und darauf sollen sie stolz sein. Mhm. Denn eine andere Gruppe findet das gar nicht so toll, dass wir so einfach sind. Mhm. Damit kommen die nicht klar. Und deswegen sollen die Männer endlich wieder zu sich finden. Die sollen wieder einen Raum haben für sich. Genau. Und diesen Raum wollen wir auch nachher eröffnen, nachdem wir diese Fragen hier und diese Thesen da mal besprochen haben. Ich für meine Seite habe gerade so einen Impuls gehabt, warum würde ich mich als Mann mit Herz und Seele bezeichnen? Ich glaube, ein Aspekt ist der, ich liebe es, Männer oder Menschen im Herzen und in der Seele zu berühren. Vielleicht damit, wie ich spreche, vielleicht damit, wie ich schreibe, weil ich mich selber damit berühren kann. Weil ich mir selber damit Momente schaffen kann, wo für mich alles gut ist, wo ich nichts anderes brauche, wenn ich bei anderen Menschen das erreichen kann oder wenn ich sie damit begeistern kann. Weil dann bin ich einfach, weiß ich nicht, ich kann dieses Gefühl kaum beschreiben, aber das ist einfach so ein totaler Frieden. Da ist alles gut. Ja, und von daher würde ich sagen, das ist jetzt mal für mich ein Aspekt, warum ich mich als Mann mit Herz und Seele bezeichnen würde. Ergänzend dazu machen wir doch jetzt mal eine gegenseitige Reflexion. Und zwar beantwortest du mir, warum ich, Markus Lehmkuhl, aus deiner Sicht ein Mann mit Herz und Seele bin, und ich beantworte das dann auch für dich. Du darfst dir jetzt aussuchen, ob du starten möchtest oder ob ich starten soll. Ich starte. Das wusste ich. Ich habe es an deiner Lippenbewegung schon gesehen, also, die wollten schon loslegen. Warum bist du ein Mann mit Herz und Seele? Mhm. Weil du seit Jahrzehnten versucht hast, alles richtig zu machen. Weil du dich geopfert hast für deine Familie, das heißt, du bist immer wiederum in den Kampf mit dir selbst gegangen, auch wenn du versucht hast, den Kampf gegen andere auszurichten. Mhm. Und das würde kein Mann machen, der keine Seele hätte. Mhm. Also Seele heißt ja nichts anderes außer Reflexion, ja, Spiegelung. Ja. Ich bin ja ein Spiegel deines Ichs. Mhm. Du spiegelst mich, ich spiegel dich. Mhm. Und deswegen geht es ja nur darum, solange ein Mann versucht, es immer richtig zu machen, auch wenn er meint, ich muss jetzt erstmal B und verurteilen, ich muss draufschlagen, ich muss die niedermachen, ich muss denen zeigen und beweisen, dass ich es besser mache. Mhm. Jeder Kampf ist ein Indiz dafür, dass ich mich mit mir selbst beschäftige. Ja. Auch wenn ich es oft nach außen ablenke. Mhm. Ich beschäftige mich trotzdem mit mir selbst. Mhm. Die Erkenntnis kommt oftmals zu spät für viele. Ja, aber Zeit ist ja relativ. Mhm. Deswegen kannst du nur ein Mann mit Seele sein. Okay. Also nochmal ergänzend, durch die Selbstverletzung, durch die Selbstkasteiung, durch alles, was du dir selbst angetan hast, immer wieder in den Schmerz zu gehen, immer wieder, zeigt dir das. Mhm. Der Kampf gegen dich selbst. Nicht für dich, sondern nur gegen dich. Mhm. Das würde kein Mann tun ohne Seele. Okay. Wow. Warum ist Costa? Ja, das toppt jetzt mal. Hier geht es ja nicht um einen Wettbewerb. Das toppt jetzt mal. War ein Scherz. Ach was. Greife ich aber gerne auf. Als ich dir gerade so zugehört habe, habe ich so parallel überlegt, so was sage ich Ihnen gleich. Mir kam speziell das Zwillingsthema rein. Und zwar der Grund, warum wir hier heute sitzen, der Grund, warum du das, was du eben sagtest, auch über mich sagen kannst, weil wir uns kennengelernt haben und nach vielen, du sagst Kämpfen, ja klar, genau, Kämpfe gegen mich, für mich oder wie auch immer oder einer endlos scheinenden Suche, habe ich es für mich schaffen können, auch dank deiner Hilfe,
ja, genau das auch mal zu erkennen und das jetzt auch, was du sagtest, mal für mich auch anerkennen zu können. Also du hast es auf deine Art und Weise, auf seine direkte Art und Weise, auf deine klare Art und Weise, die aber immer einen wohlwollenden Rahmen hat. Egal, ob du einem verbal auf die Glocke haust und das kannst du sehr, sehr gut, sehr, sehr knochig, sehr, sehr rotzig und ich mag diese Art, aber warum bist du ein Mann mit Herz und Seele? Weil du meinen Herz und meine Seele berührt hast in der Form. Jetzt hole ich mal ein bisschen aus, weil ich gerade sagte, das Zwillingsthema. Den Bruder im Geiste gesucht. Ich bin ein organischer Zwilling. Das heißt, mein Zwillingsbruder ist im Mutterleib verstorben. Und ich bin, glaube ich, auch deswegen vielleicht ein Mensch, der immer irgendwo ein Suchender war, der immer einen Menschen gesucht hat in seinem Leben. Ich glaube, das ist so eine Energie, die einem da mitgegeben wird, ohne es vielleicht auch genau zu wissen und wahrzunehmen. Und interessanterweise war ich so, ich habe dich kennengelernt, ich habe deine Art kennengelernt und irgendwie war da immer so ein Gefühl, der hat genau dieses Element, was dir fehlt. Der ergänzt dich. Und da kam so der Wunsch, das hätte ich gerne so. Und beim ersten Kennenlernen war das noch gar nicht, war das Bewunderung und Faszination, wo ich denke, das soll ein geistiger Heiler sein, der solche Dinger hier raushaut. Geile Sache, aber mit absoluter Tiefenwirkung. Und ich glaube, anderthalb Jahre später gab es einen, ja, magischen Moment. Für mich wirklich einen Moment, eine Sekunde, wo ich dieses Zwillingsthema bei mir nach Halt zu suchen, und ich habe das immer irgendwo gesucht. Und ich glaube, ich habe es häufig bei Frauen gesucht, diesen Zwilling zu finden. Aber mein Bruder war halt ein Bruder und keine Schwester. Also von daher war das schon mal die falsche Uferseite, wo ich gesucht habe. Dann habe ich es versucht über Chefs, über Trainer, über Coaches, über Ausbilder oder. Also immer Leute zu suchen. Und als das Thema mich mal so richtig volle Kanne eingeholt hat, bist du mir in den Kopf geschossen und mit dem Wort Zwilling. Und ich sagte, das ist der. Das ist der Typ, den du das Jahr, ein Leben lang gesucht hast. Und in der Intention habe ich auch einen Termin gemacht, ohne dir das zu sagen. Und daraus hat sich jetzt genau diese Symbiose irgendwo ergeben, wo ich denke, Kollektiv, Symbiose, wir ergänzen uns einfach in ihrer Art, in unserer Art. Und wo ich denke, ich plus dem, was du hast, da fühle ich mich ganz. Ja, und ist das, vielleicht ist es dann sogar in deren Fall ein Vorbild für mich zu sagen, jo, das, was der da hat und die Art und Weise, wie er da drauf hat, das möchte ich gerne für mich ergänzen, weil dann fühle ich mich ganz. Und von daher hat das mein Herz und meine Seele berührt. Und deswegen bist du für mich ein Mann mit Herz und Seele. Dankeschön. Gern geschehen. Habe ich es jetzt getoppt? Auf meine Art. So, jetzt kommen wir aber zu dem letzten Punkt und daran knüpft sich die schöne Überraschung für euch Männer, weil diese Frage werden wir, glaube ich, gemeinsam beantworten. Was möchtest du, was möchten wir den Männern mitgeben? Und zwar, wie du eben schon sagtest, eine Männergemeinschaft, eine Männer-Community oder ein digitales Männerhaus, was wir genau jetzt hier und heute, wenn du das zum ersten Mal hörst, ins Leben rufen werden, und zwar diese Gemeinschaft Männer mit Seele unter sich. Und ja, vielleicht magst du da, du hast eben schon so einige tolle Sachen dazu gesagt, warum Männer sich wieder zusammenfinden sollten, aber vielleicht magst du noch was dazu sagen jetzt. Ja, back to the roots. Wir müssen wieder, ich sag mal, auch in den sogenannten alten Zeiten oder in den ganz frühen Zeiten haben Männer immer unter sich zum Teil gelebt, auch in vielen, ich sag mal, indigenen Stämmen ist das heute immer noch so. Es gibt also, die Männer schlafen unter sich, die Frauen unter sich. Sie sind also immer wieder getrennt voneinander und bleiben auch untereinander. Wir haben diese Männerhäuser früher gehabt, wo also nur Männer Zutritt hatten, keine Frauen. Das war der Ort der Kommunikation, des Austausches, des Kennenlernens, Freundschaften schließen, Geschäfte abdealen, was auch immer. Und das ist uns alles irgendwie abhandengekommen. Warum? Wer hat ein Interesse daran, dass die Männer das nicht mehr tun? Warum sollen sie das nicht tun? Und deswegen war ich immer dafür und ich bin seit über 20 Jahren damit beschäftigt, das sind schon 25 Jahre,
wo ich diesen Traum habe, irgendwann einen Raum wieder zu schaffen, auch einen Männer, ein richtiges Haus zu schaffen, ein Gebäude zu haben, wo nur Männer Zutritt haben, damit sie endlich mal wieder einen Ort der Begegnung haben. Ja, und wo sie sich nicht verstellen müssen, wo sie nicht irgendwie jetzt gockeln müssen oder sich irgendwie wieder präsentieren müssen, sondern wo sie einfach so sein können, wie sie sind. Ja. Ein Ort der Begegnung. Und als wir jetzt darüber sprachen, als du mit dieser Idee dann kamst, auch mit dieser Männergruppe, fiel mir sofort wiederum natürlich mein Gedanke ein, den ich seit 25 Jahren hege und auch ein Wunsch, der in mir gärt, den Männern wieder einen Raum zu geben oder einen Raum zu schaffen, der ihnen auch wieder gerecht wird. Ja. Ja. Das heißt auch jetzt, wenn es nur ein digitaler Raum erst ist, dass man sagt, so, wir können uns verknüpfen über ganz Europa, meinetwegen über die ganze Welt. Ja. Es ist doch heute nur noch ein Tastendruck. Richtig. Mehr ist es doch nicht mehr. Ja. Aber dass sich Männer finden in einem Raum, es geht nicht um Fußball, es geht nicht um irgendwelche Leidenschaften, sondern es geht um einen Raum, wo Männer sich austauschen können, wo sie Fragen stellen können, wo sie einfach auch mal sagen können, selbst der Unternehmer, der dann sagt, so, ich brauche einen Facharbeiter unbedingt oder sonst wo, ist einer da drunter. Das heißt, dass die Klientel von bis alles vorhanden ist, dass jeder sich da frei und wohlfühlen kann und sein Männerdasein leben kann. Und nicht, ich bin hier der Chef oder ich bin dies besonders oder ich kann das oder jenes, sondern dass jeder gleichberechtigt sich fühlt und dass jeder sich wohlfühlt, dass man in einer Community ist, die auch nur unter Männern bleibt. Genau. Und dass es nicht so irgendwas Abgedrehtes ist, ich sag mal, trommelnd und wild onanierend durch den Wald zu rennen, mit irgendwelchen Fellen umgebunden, sondern alltagstaugliches, ich sag mal, virtuelles Treffen, digitales Treffen oder auch Live-Treffen wird es sicherlich auch geben. Also das Männerhaus kann dann auch mal ein Treffen sein im Männerhaus am See, wo wir uns einfach mal zusammenhocken und einfach mal unsere Gedanken und Sorgen oder was uns auch, egal was uns da gerade beschäftigt, da mal einfach freien Lauf lassen. Weil ich kann es nur, ich sag mal selber, und du hast selber mit Hunderten, Tausenden von Männern gearbeitet und aus, ich sag mal, eigenen Workshop-Erfahrungen unter Männern oder auch mit Männern zu arbeiten, habe ich immer wieder gehört, wo habe ich heute noch die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten mal sowas auszutauschen, meine wirklich tiefsten Gefühle und Gedanken mal freien Lauf zu lassen, die ich in meinem privaten und nahen familiären und vielleicht auch freundschaftlichen Umfeld gar nicht rausgeben kann, weil ich da auch so ein bisschen Angst habe, dass ich dafür verurteilt werde oder blöd angeguckt werde. Aber wo sind diese Gleichgesinnten, die wir vielleicht früher mal in der Eckkneipe gefunden haben? Aber das war da einfach das, was uns auf der Seele liegt, mal rausgeben können oder auch einfach nur mal miteinander Spaß haben und in unserer Bequemlichkeit abhängen und mit einer Flasche Bier in der Hand am Strand sitzen und mal einfach in den Sonnenuntergang gucken und alles mal gut sein lassen. Und diese Energien, die unter Männern entstehen können, wenn es nur Männer sind, finde ich gewaltig, finde ich magisch. Ich habe solche Extrem-Workshops mal mitgemacht und erleben dürfen, mal ein paar Tage im Wald gelebt, unter einfachsten Bedingungen oder irgendwelche Kriegerseminare gemacht. Und da sind Kontakte geknüpft worden. Und heute nach 10 Jahren wären die noch so wie vor 10 Jahren. Da kannst du nahtlos dran anknüpfen. Und das finde ich von der Energie her magisch. Ja. Und diese Zugehörigkeit zu schaffen, sehe ich genauso wie du. Das kann europaweit sein, weltweit sein. Das ist vollkommen egal. Wenn einmal diese Männerverbindung da ist, bricht sie nie ab und die kann ich mit einem leisesten Telefonat wieder auferleben lassen. Und ich glaube auch, dass das eben dringend notwendig ist und sinnvoll ist, da wieder solche Orte zu schaffen, oder? Auf jeden Fall. Also ich halte es sogar für überlebenswichtig für unsere Kultur. Ja. Ja, weil der Mann ist ja mittlerweile komplett ausgebotet worden. Der ist ja rausgedrückt, der wird immer mehr rausgedrückt. Noch eine Quote, noch mehr weg. Ja, das heißt, bei Polizisten, die meine Klienten sind, wenn man dann hört zum Beispiel, dass dann die Frauen aus Quotengründen oder aus feministischen Gründen jetzt bevorzugt werden bei der nächsten Beförderung dergleichen, das schafft sehr viel Ungleichheit. Und die Männer lassen sich zu viel gefallen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich auch wieder mal organisiert. Ja. Und einfach mal wieder einen Raum schafft, einen Ort schafft, wo sie sich auch mal ausleben dürfen, wo sie auch ihre Meinung sagen dürfen, ohne Wenn und Aber.
Ja. Solange es natürlich im normalen Rahmen bleibt. Mhm, klar. Ja? Aber dass wir uns austauschen können, dass man einfach sagt, so, wer hat jetzt vielleicht gerade dieses Problem auch, wer ist gerade in einem Scheidungsprozess in der der Größenordnung, wer macht gerade dies oder jenes durch, wo darf ich die Kinder nicht sehen, wer darf dies oder das. Das heißt also, hier geht es nicht darum, dass wir jetzt nur unser Leid hier teilen. Mhm, genau. Sondern dass wir einfach auch Freude haben, dass wir auch Spaß haben, dass wir auch mal einen Witz rauskloppen können, dass wir einfach mal wieder normal sein können und nicht angepasst oder wie auch immer, ich sag mal, konditioniert sind, dass wir jetzt noch wieder das tun müssen und das wieder tun müssen, so dass wir einfach wieder mal auf den Boden der Tatsachen kommen. Ja. Zurück zu den Wurzeln. Genau. Und vielleicht auch so eine kollektive Energietankstelle, ne? Genau. Aufzutanken unter Gleichgesinnten. Genau. Und ich denke, du stimmst mir dazu, dass es jetzt nicht heißt, wir sind gegen Frauen, sondern wir sind für Männer, einfach nur Befürworter für uns, für Männer. Und nicht zu sagen, so, wir müssen jetzt die Frauen wegdrängen, damit wir wieder Platz bekommen, sondern darum geht es, glaube ich, gar nicht. Weil das sowas ja schnell immer entstehen kann, nach dem Motto, oh, okay, die sind jetzt wieder, ne, die fangen jetzt wieder an dagegen, die Frauen. Nein, darum geht es, glaube ich, gar nicht, sondern einfach, wir sind Befürworter für uns, nicht mehr und nicht weniger. 80% meiner Klienten sind Frauen. Mhm. Ja. Also, ich kann nicht gegen Frauen sein. Es geht mir nur darum, dass wir Männer, das heißt die Männer an sich, endlich mal den Raum haben und auch wieder den Mut haben, ein Mann sein zu dürfen. Mhm. Und das wird sehr schwierig sein. Und auch in dieser Gruppe wird das schwierig sein. Ja. Weil viele Männer haben Angst. Und wenn 80% aller Männer Angst vor ihren Frauen haben, und das ist eine Tatsache, Leute, dann müssen wir uns wieder organisieren. Mhm. Und die Organisation heißt, wir müssen wieder unter Gleichgesinnten sein, dass die Männer wieder Kraft tanken können. Ja. Dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind. Richtig. Dass niemand alleine ist. Ja. Dass wir uns gegenseitig dort stemmen können. Dass wir uns gegenseitig halten können. Dass wir gegenseitig uns Mut zusprechen können. Dass wir uns gegenseitig heilen können. Mhm. Diesen Ort, das ist der Ort, den wir schaffen müssen. Ja. Und nicht für oder gegen. Ja. Und der Ort soll eigentlich nur das Gefühl der Zugehörigkeit sein. Ne? Genau. Ist egal jetzt, wie und wo man sich trifft. Und für wen machen wir es? Wer soll dabei sein? Wer darf dabei sein? Alle Männer. Genau. Alle Männer. Ja. Wer wirklich Lust hat, wer wirklich will, wer wirklich auch für sich, ich sag mal, daraus was ziehen kann. Der eine wird sagen, ja gut, wenn die Community groß genug ist, dann gehe ich natürlich da erst rein. Ich warte jetzt erstmal ab. Das werden viele tun. Ja. Das ist normal. Ja. Ja. Das heißt, dann werden die abwarten und wenn sie dann sehen, dann gehen sie rein, dann gucken sie mal und stöbern ein bisschen rum und dann gucken sie mal, wer da so alle drin ist und was für Nutzen ich daraus ziehen kann. Das wird auch passieren. Ja. Ja, es wird auch manche Bekloppte darunter geben, ja, die dann versuchen natürlich ihre politischen Ansichten oder sonst wo zu verbreiten oder sonst dergleichen. Gut, wenn die es natürlich übertreiben, werden sie natürlich diesbezüglich dann rausgeschmissen aus der Gruppe. Daran soll es nicht scheitern. Es geht nur darum, dass wir einfach mal wieder Männer sind. Ja. Leute, lasst euch doch einfach mal wieder darauf ein. Und das wird schwierig genug sein für jeden einzelnen Mann. Die Vereinsamung da draußen ist so exorbitant. Ja. Ja, die ist so groß, die Vereinsamung. Mhm. Und das kann es nicht sein. Genau. Da müssen wir jetzt gegenhalten. Und ich sag ja, wir wollen jetzt hier nicht was Spirituelles oder irgendwas schaffen, sondern einfach nur einen Rahmen, einen Raum schaffen, wo wir einfach nur wir sein können. Genau. Da wird es auch mal Schwierigkeiten geben, da wird es auch vielleicht mal Unstimmigkeiten geben. Ja. Und man kann über alles sprechen. Wichtig ist nur eins, dass wir miteinander kommunizieren. Genau. Was man ja normalerweise können. Recht unkompliziert. Ja, wir können, wie gesagt, wie mein Beispiel ja immer, ne? Ich kann 10.000 Männer in eine Kaserne packen, funktioniert, ne? Ja. Drei Frauen in einem Raum, eine ist tot, ne? Ja. Also das ist normal. Genau. Also es ist möglich. Genau. Und deswegen schaffen wir den Raum nur für Männer. Ja. Damit wir überhaupt erst gar nicht die Probleme bekommen, dass irgendwie jemand durchdreht und meint, der müsste sich jetzt verlieben oder wieder weiß Gott, das ist auch keine Kontaktbörse oder sonst dergleichen, sondern wir bleiben in einem Männerraum. Ja. Ohne jetzt Eigenlob hier reinbringen zu wollen. Ich glaube, dass wir da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel sind. Ne? Also A, wie haben wir uns gefunden? Ja, das heißt so, ich habe meinen Zwilling nach mehr als 50 Jahren gefunden in der Symbiose, die auf komischerweise dann auch noch jetzt solche gemeinsamen Ideen schmieden. Und interessant ist ja dann auch, wenn man sowas gemeinsam plant, nicht nur dieses Projekt der Männer, sondern auch unser Wir-müssen-reden-Projekt, was wir da ins Leben gerufen haben, wie viele Stimmen es da draußen schon gab, die dann sagen, oh, gemeinsam, oh, das ist aber gefährlich. Einer muss den Hut aufhaben. Nur einer kann erfolgreich sein. Einer wird immer der Loser sein. Ne?
Aber ist das nicht genau das bezeichnende Beispiel dafür, dass das heutzutage gar nicht mehr für möglich gehalten wird oder nee, es geht nicht darum, soll? Nicht, nee, die wollen, manche wollen das nicht. Genau. Das, genau. Das liegt aber im Interesse eines Einzelnen, weil ja. jeder Einzelne natürlich wieder erstmal für sich sagt, nee, den will ich für mich alleine. Den gebe ich nicht her. Genau. Ich will ihn nicht teilen. Mhm. Ja, das haben wir unter Geschwistern, das haben wir natürlich in Familienverbänden, das haben wir unter in Freundeskreisen, das haben wir in Arbeitsbereichen, das haben wir überall, finden wir das. Mhm. Ja? Mhm. Ich will dich zwar nicht haben, aber ich will dich weiter besetzen. Ja. Und das ist natürlich auch so ein Thema, wo ich immer sage, da haben wir überhaupt gar kein Problem. Mhm. Und das Schöne an uns beiden ist, dass wir uns so ergänzen. Ja. Ja, da, wo ich die Stärken habe, hast du Schwächen. Wo du Stärken hast, habe ich die Schwächen. Mhm. Und deswegen ist das immer wieder ausgeglichen. Das ist immer eine Balance. Ja. Ja, und wir können das immer blind machen. Mhm. Ja, da braucht der eine den anderen gar nicht übervorteilen oder in irgendeiner Form überreden, sondern das kommt von alleine. Das ist immer bei uns immer zack, ist da. Genau. So, und das möchten wir auch teilen. Eben. Und mit vielen anderen. Ja, teilen, größer werden lassen, dass auch ihr solche schönen Symbiosen miterleben könnt oder an unseren teilhaben könnt oder so, wie wir auch mal gesagt haben. Costa ist der Sprecher, was wahrscheinlich bisher noch gar keinem aufgefallen ist. Und ich bin der Schreiberling. Und das Schöne ist, wir lachen darüber, genau. Weil wir uns da ergänzen. Es geht nicht darum, wer vorne steht und einen Applaus bekommt, sondern es geht darum, dass irgendwas Gemeinsames Spaß macht und funktioniert und gelingt. Und von daher, ja, wir sind schon zwei und wir freuen uns über jeden weiteren, der dazukommt. Und ja, demnächst auf Facebook und auf diesen Kanälen wird es mehr zu sehen und zu hören sein. Und ja, wir freuen uns schon auf dich. Costa, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, gleichfalls. Und ciao, ciao.